Die wichtigste Kreuzung in Zofingen befindet sich direkt vor der Altstadt in Richtung Oftringen. Täglich wird sie von rund 16.000 Fahrzeugen benutzt. Die Kreuzung hier der unteren Vorstadt ist überlastet und sehr unklar. Darum wollen wir hier einen Kreisel bauen. Ein Kreisel regelt den Verkehr sicher und ist übersichtlich. Geplant ist ein fünfarmiger Kreisel mit einem separaten Rechtsabbieger Richtung Bahnhof, einem sogenannten Bypass. Dieser hilft, Rückstaus zu vermeiden. Wir haben mehrere Varianten geprüft. Ein Kreisel ist eindeutig die beste Lösung, weil die Wartezeiten bedeutend kleiner sind als bei einem Lichtsignal. Zur Entlastung des Kreisels ist eine neue Verbindungsstraße zwischen der Mühletal- und der General-Gison-Straße vorgesehen. Im Gegenzug wird ein Teil der Bifangstraße aufgehoben. Die Gesamtkosten für das kantonale Straßenbauprojekt Untere Vorstadt belaufen sich auf rund 9,5 Millionen Franken. Darin enthalten sind der Kreisel, die neue Verbindungsstraße und ein kleiner Park. Bund und Kanton tragen mehr als die Hälfte der Kosten. Sie haben Beiträge von über 5 Millionen Franken in Aussicht gestellt. Zofingen kostet das Vorhaben 4,25 Millionen Franken. Dass sich der Bund mit einem Millionenbetrag an diesem Projekt beteiligt, zeigt die strategische Wichtigkeit für Zofingen und für die ganze Region. Auch politisch ist das Vorhaben breit abgestützt. So stimmte der Zofinger Einwohnerrat diesem mit 33-3 Stimmen zu. Ob das Projekt umgesetzt wird, entscheidet am 24. November 2019 die Stimmbevölkerung.